eine Lieferung, die restlos auf der Welt ausverkauft ist. Der ist abgehauen mit unserem Paket. Der will selber das Ding haben. Sendungsstatus, Reklamation, irgendwas. Hallo? Was geht, Bro? Was geht? Was geht ab, Team Tafia? Wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt gerade im Büro, denn heute trifft eine ganz, ganz geile Lieferung ein. Da musste ich mich gegen Jody echt durchsetzen, dass dieses Sofa hier heute eintrifft. Wir werden schauen, wie es aussieht in live. Parallel trifft vielleicht noch eine zweite Lieferung ein. Die schauen wir uns gleich mal an, ob die überhaupt heute eintrifft. Hat eigentlich gezielt nichts mit dem Büro zu tun, aber we will see. Für uns heißt es jetzt erstmal kurz abwarten. 20 Minuten später. Oh, Leute, ist in Zustellung. Alter, das wird ein ganz wildes Video. Leute, das wird so ein wildes Video. Es kommt eine richtig geile Lieferung an. Eine Lieferung, die restlos in Deutschland, wenn nicht auf der Welt, ausverkauft ist. Okay, Leute, in Zustellung. Nein, es ist nicht das Sofa. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Ey, da steht 6 Zustellstopps. Aber auf der Karte sieht es so aus, als ob er schon da ist. Ich würde schon sagen, ich stell mal den Fernseher wenigstens schon mal auf. Dann ist das schon mal erledigt und wir müssen nicht so lange warten. Alter, was fällt mir gerade ein? Haben wir ein HDMI-Kabel hier? Ich hab eins mit. Hast du eins mit? Ich hab eins mit. Ja. Du wirst Praktikant des Jahres. 20 Minuten später. Du bist gekündigt. Bruder, kannst gehen. Hallo. Hallo. Alter, ihr seid schon da. Ja, die Maschine, Alter. Okay. Ich habe was anderes erwartet, aber immerhin ist das Sofa schon mal da. Wir packen es mal aus. Was ist die Post? Das ist die Post. Laber nicht. Digga, Leute, das Sofa ist da. Das zeigen wir euch gleich, aber jetzt kommt das Allerspannendste. Moin. Moin. Hausmeister. Hausmeister? Ist nur der Hausmeister. Und ich dachte schon DHL. Dicker Fehlalarm. Ja. Muss ich jetzt mal raufpflanzen. Boah. Schön perfekt für ein Mittagsschläfchen. Oh, Digga, wirf mal ein paar Scheine auf mich, lieber. Ich finde die richtig fresh. Ihr könnt euch schon denken, ne? Passend mit dieser Gerätschaft hier. Hopp. Dann haben wir den blauen Teppich hier. Hier kommt ein Sideboard, dann kommt hier die Glotze hin, wird noch alles gestrichen und hier kommen nochmal 2 Sitze. Aber schreibt mal bitte in die Kommentare, ich habe mich durchgesetzt für diese Farbe und diese Couch. Die ist fresh, oder? Geh ran. Du musst flott machen, ich krieg doch einen Anruf. Kriegst du einen Anruf? Du bist gerade auf YouTube. Ich bin nicht auf YouTube, zeige ich jetzt, ich bin krantelig. Zieh diese Couch an, was sagst du? Wundervoll, sieht schön aus, aber ich bin krantelig. Okay, ich leg jetzt auf. Ja. Tschüss. Was ist da los? Es ist wichtig, aber es gibt nichts Wichtigeres als die Lieferung, die gleich eintrifft. Ey, ich glaub's nicht, gerade eben, ich öffne das, auf einmal zeigt er nicht mehr an, wo der Typ sich befindet. Hier steht Zustellung, live. Der ist abgehauen mit unserem Paket. Der will selber das Ding haben. Leute, jetzt ist wieder eine Stunde vergangen. Ey, der Paketbote ist weg. Der ist einfach weg. Es gab schon einen Artikel, dass jemand dieses Gerät geklaut hat. Ich geh jetzt aus dem Fenster gucken, Alter. Wir haben hier ein großes Fenster. Und ich sehe hier weit und breit kein DHL-Boden, die ganze Straße entlang nicht. Also Chris sagt, es kommt heute definitiv nicht. Er glaubt nicht mehr dran. Danke für deinen Optimismus. Du bist gekündigt. Bruder, kannst gehen. Aber ihr seid optimistisch, Leute, hier auf Instagram. Ich bekomme so viele Nachrichten und da sagt ihr, doch, 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 doch. Das Paket kommt heute, auch wenn das Tracking aus ist. Ich bin gespannt. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? DHL anrufen. Bitte nennen Sie uns eins der folgenden Stichworte. Kundenberater oder Kundenbetreuer. Wie heißen die? Wir konnten Ihre Auswahl leider nicht erkennen. Kundenbetreuer. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe. Wir konnten Ihre Reklamation nicht richtig erkennen. Hey, Bruder. Sie können Ihre Auswahl nur Sendungsstatus. Reklamation. Irgendwas. Hallo? Ich glaub's nicht. Da klingelt gerade jemand. Ich dachte so. Der Postbote. Nein. Hat sich verklingelt. Ja, bitte? Ja. Vielen Dank, danke schön. Was kommt, tschüss.
Ich raste aus. Das letzte Mal bin ich so ausgerastet. Lass mich lügen. Vor 7, 8 Jahren. Und Chris ist gerade weg. Und da ist er gerade weg. Und das Paket kommt. Ich glaub's nicht. Das Ding da, oder was? Junge, beeil dich. Schnell, Digga. Nimm die Kamera, Digga. Nimm die Kamera. Digga, nimm sie schnell. Ja, Mann. PlayStation 5, Junge. Digga, pack aus und schieß an die Ich schwör's dir. Oh, ich bin echt. Mein Herz rast. Ich schwör's dir, warte, was habe ich für Puls? Ich hab 60er Puls, okay, Digga. Ey, Leute, ich hatte Day One PlayStation 4 und ich war genauso aufgeregt vor 7 oder 8 Jahren. Schreibt mal in die Kommentare, die dies wissen. Ich war so aufgeregt, ich hab den ganzen Tag vorm Fenster gewartet. Und jetzt, derselbe Spaß quasi, habe ich diese PlayStation nur erhalten wegen euch, unter anderem eine Person da draußen. Ey, wenn du dieses Video siehst, vom Herzen vielen Dank. Er hat mich echt angeschrieben, hat gesagt, er hat mir ein paar mehr PlayStations bestellt und ich habe eine abzugeben und jetzt hört zu, zum Listenpreis. Der Junge hat mir die zum Listenpreis abgegeben. Junge, ich küsse dein Herz. Digga! Alter, die Disc-Variante. Schatz! Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Die PlayStation ist da. Ich zieh aus. Wir sehen uns in 3 Wochen wieder. Ich wollte eigentlich nur sagen, Spider-Man ist geliefert. Kannst du den irgendwo auspacken und es mitbringen? Okay, denk an das Spiel, sonst kommst du nicht rein. Ich liebe dich. Ciao. Können wir ja mal festhalten, dass wenn ich jetzt auf diesen Knopf drücke, ich habe gehört, das passiert kein zweites Mal mehr. Dieser Start hier, ne? Guck mal, das Leuchten. Alter. Ja, Leute. Also, es ist ja kein Technik-Channel. In dem Sinne, glaube ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Denn für mich heißt es jetzt auf jeden Fall eine saftige Runde zocken hier mit Chris. Jody bringt gleich Spider-Man vorbei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn ich mich abgeregt habe und es wieder heißt Johnny, Jody, Juna, dann sind die Mädels auch wieder dabei. Also vielen Dank fürs Reinschalten. Schreibt in die Kommentare, wer von euch eine PlayStation bekommen hat. Habt in diesem Jahr. In dem Sinne, mach's gut. Bis dann. Hast du mein Spiel mit? Oh, das hab ich vergessen. Dein Ernst? Dein Ernst? Ja. Du hast mein Spiel vergessen? Ja.